verpasst. Ich hatte Waffen. Das ist hart. Was ist hier los? Die Mauerbrecherin, die auf den Flügeln der Zehen flog. Jackers Bruder ist auf Selbstmordmission. Er schafft den Aufstieg. Ich weiß es. Wohl kaum. Mein Bruder Pento ist zum Marsch der Zehen aufgebrochen. Für das Soldatenzeichen. Sie müssten längst fertig sein. Aber er ist noch nicht zurück. Jacka, Itaka, los zum Training. Dein Bruder hätte bei seinen Putzlappen bleiben sollen. Würdest du mal beim Marsch nachsehen? Der Truppführer würde mich umbringen, wenn ich gehe. Und es soll niemand glauben, dass ich meinem Bruder den Aufstieg nicht zutraue. Denn das stimmt nicht. Verstehe. Der Weg ist deutlich markiert. Gleich am Wasserfall westlich von hier. Wenn ich hinkomme, werde ich nachsehen. Vielen Dank. Nicht trödeln, Soldatin! Ich komme! Pento, sei bitte in Sicherheit. Ich werde hier zu einem Eiszapfen. Den Markierungen nach muss die Kletterprüfung, die Jacka meinte, in der Nähe sein. Ich sollte nach ihrem Bruder sehen, wo ich hier bin. So wie der Wind zugenommen hat, steht uns eine Lawine bevor. Sie nackt sehen verletzt aus. Was ist passiert? Sieht aus, als ob die Person hier verantwortlich ist. Ich sollte mit dir sprechen. Mauerbrecherin, wenn du den Marsch der Zehen sehen willst, dann hast du Pech. Eigentlich suche ich nach einem gewissen Pento. Pento? Der arme Kerl war schon vor dem Sturm so gut wie tot. Du gehst zu weit, Soldat. Wovon redet er? Der Junge, den du suchst, ist noch auf dem Berg, zusammen mit zwei anderen. Pento kletterte als einziger entgegen der Tradition, ohne Partner. Sieht schlecht für ihn aus. Und so leid's mir tut, so war es von Anfang an. Was das Leben als Tenakt angeht, kriegt er nicht besonders viel hin. Und jetzt? Wollt ihr einfach hier warten? Solltet ihr nicht Hilfe holen? In diesem Sturm jemanden zu finden, ist unmöglich. Die drei sind jetzt dem Berg ausgeliefert. Das werden wir sehen. Aber zuerst noch ein paar Fragen. Ich könnte versuchen, dem Bergpfad zu folgen. Vielleicht finde ich Pento. Du sagtest, noch zwei andere Kletterer werden vermisst. Nur einer. Die andere ist schon hier. Sika. Rocco und ich. Wir waren beim Abstieg. Da kam eine Lawine. Wir wurden getrennt. Ich konnte nicht sehen. Jemand muss da hochgehen. Man sieht im Sturm kaum die eigenen Füße. Das brauche ich auch nicht. Ich komme wieder. Wenn der Sturm zu heftig wird, kann ich die Kletterer immer noch mit meinem Fokus suchen. Ich folge den Markierungen. Sie führen mich zum Start.
Markierungen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Ihr wollt kämpfen? Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. Dieser Tenax braucht Hilfe. Wer immer du bist, danke für die Hilfe. Alles okay? Nicht wirklich, aber geht schon. Deine Kletterpartnerin, sie sagte, eine Lawine hätte euch getrennt? Meine Partnerin? Ja, die Lawine hat uns überrumpelt. Hat mich einfach mitgerissen. Ich dachte, das war's. Dann packte mich jemand und zog mich heraus. Es war Pento. Er riskierte sein Leben für mich. Hast du gesehen, wohin er ging? Auf die Klippe hinter dir. Er wollte den Aufstieg vollenden. Ich sagte ihm, das ist Selbstmord. Er war unbeirrbar. Schaffst du es allein bis nach unten? Ja. Du folgst ihm doch nicht etwa, oder? Geh. Geh zu Vekata, bevor der Sturm noch schlimmer wird. Mögen die 10 mit dir sein. Ich muss Pento finden, bevor ihm etwas zustößt. Bestimmt kann mir mein Fokus Pentos Spur zeigen. Das müssen Pentos Spuren sein. Hoffentlich kann ich ihn einholen. Offenbar hat die Lawine große Teile des Kletterpfads zerstört. Der vermisste Soldat muss hier hochgeklettert sein. Pento kam hier vorbei. Der Pfad muss nach ihm eingestürzt sein. Vielleicht kann ich hinübergleiten. Wie das rauscht. Geschafft. Jetzt müsste ich Pentos Spur wiederfinden können. Hoffentlich ist das Pento.
Da ist sie. Auf dem Front der Hilfe. Wer ist da? Eine Freundin. Pento? Kennen wir uns? Vikata schickt mich. Wir müssen vom Berg runter, sofort. Nein, ich kehre nicht zurück als Versager. Ich hole mir diese Blume um jeden Preis. Hör zu, ich weiß, wie es ist, wenn ein Stamm dich verachtet, aber... Dann verstehst du ja, wieso ich entweder den Gipfel erreichen oder dabei sterben will. Vielen Dank. Was machst du da? Der Aufstieg soll doch zu zweit bestritten werden, oder? Ich bin deine Partnerin. Ich folge dir nach. Nimm ein paar davon. Sieht aus, als ob der Pfad hier weitergeht. Die Welt wird immer stiller, wenn es schneit. Du kennst meinen Namen, aber ich nicht deinen. Ich bin Munition, wenn du willst. Aloy. Willst du dich wirklich mit dem größten Versager des Bollwerks einlassen, Aloy? Ich mache mir gern selbst ein Bild von Menschen. Weißt du, nicht jeder wird mit einem Schwert in... Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht nur der Wind. Hoffentlich. Das war unglaublich! Ich fälle diesen Baum! Dann erreichen wir den Kletterpfad! Ich warte hier auf dich! Habe ich absolut nichts dagegen! Ich warte, bis du fertig bist. Du bist ja für alles ausgerüstet. Danke. Klettern wir mal los. So ein Sturmwind habe ich noch nie gehört. Fast geschafft! Geht doch! Unfassbar! Wir haben es geschafft! Machen wir uns zum Gipfel auf. Die erledigen wir. Na los! Thank you.
Geschafft! Komm, hier lang, Aloy. Warte! Die Blutkronenblume. Der Sturm. Er lässt nach. Und? Wie fühlt sich dieser Erfolg an? Ziemlich großartig. Das bedeutet mir alles. Weißt du, selbst wenn du damit zurückkehrst, behandeln sie dich vielleicht nicht anders. Ich glaube, ich musste mir selbst beweisen, dass ich es schaffe. Du solltest zurückgehen. Sag allen, dass es mir gut geht. Ich hätte gern noch einen Augenblick für mich. Ich komme gleich nach. Na klar. Vielen Dank. Mein Schildflügel bringt mich bestimmt schneller zum Ende des Wegs. Und die Aussicht ist auch gut. Da der Sturm sich gelegt hat, sieht alles so friedlich aus. Unten beim Vater im Kopf. Sie ist zurück. Pento, kann ich weit zurück sein? Aloy, du kehrst allein zurück. Wo ist er? Ist mein Bruder. Was soll denn dieses Gejammere, Jekka? Du bist jetzt Schwester eines echten Soldaten. Pento! Au! Hier ist die Blutkrone. Als Beweis meines Marsches. Und mit meinem Segen gehörst du nun zu uns. Mögest du auf den Flügeln der Zehen deinen Weg finden. Das soll wohl ein Witz sein. Der Soldat, bitte. Blume hin oder her, wir wissen alle, dass er nur dazu taugt, unseren Dreck wegzuräumen. Dann sind wir hier fertig. Pack Schnee drauf, sonst gibt's einen Bluterguss. Ich verdanke dir mein Leben. Wenn ich mein Soldatenzeichen habe, kommen wir vielleicht in dieselbe Truppe. Dann könnte ich mich revanchieren.
Er ist süß. Geh schon. Ich komme nach. Hier. Zur Erinnerung an unseren Aufstieg. Mögen die Zehn dir stets zum Sieg verhelfen, Aloy. Wir sehen uns wieder, Pento.